Der 3. Oktober 2019 stand in Hettstedt nicht direkt im Zeichen der deutschen Einheit, sondern war vielmehr zur Würdigung einer anderen Tradition bestimmt. 820 Jahre Kupferschieferbergbau sollte gefeiert werden. Das geschah mit mehreren Veranstaltungen über diesen Tag. Mit einer Bergparade wurde das Flammenfest begonnen, wo anschließend fast 200 Tauben aufstiegen. Um 14 Uhr enthüllten Lothar Meyer und Hilmar Burkhardt im strömenden Regen den Wegestein, der einst an der Eisleberstraße Kreuzung Obere Flutgasse stand und nun wenige Meter weiter an der Brücke der Mansfelder Bergwerksbahn seine Geschichte erzählt. Ein Festkonzert des Chors der Walzwerker war ein weiterer Stein in diesem Tagespuzzle. Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert hatte zum Abschluss des Feiertages Ehrengäste, Stadträte und Traditionsvereine zu einer kleinen Festveranstaltung in die Gangolfkirche eingeladen. In seiner Eröffnungsrede markierte er eine aus seiner Sicht wichtige Aufgabe. Denn einst hieß es, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Dieser Ausspruch zeugt von einem unglaublichen Stolz auf sich, seinen Berufsstand und auch auf die Region. Genau dieser Stolz ist aber meiner Ansicht nach verloren gegangen. Doch genau diesen Stolz brauchen wir jedoch, um aus einer gewissen Lethargie, die viele Menschen im Osten Deutschlands und besonders auch im Landkreis Mansfeld-Südharz befallen hat, wieder zu erwachen, um unsere Stadt, unsere Region und damit auch unser Leben wieder aktiv und vor allem mit Zuversicht zu gestalten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von einem Quartett des Kolping-Orchesters unter Leitung von Mike Peinert. Unterstützung durch die Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft konnte Georg von Humboldt-Dachröden, Mitglied des Präsidiums der Humboldt-Gesellschaft, als Festredner gewonnen werden. Er gab kleine Einblicke in das Leben Alexander von Humboldts und seine Verbindungen zum Bergbau. Hilmar Burkhardt übergab anschließend ein Buch des Hettstedter Malers Gustav Ballin in die Hände des Bürgermeisters mit der Bitte, dieses Exemplar, welches eines von insgesamt nur 5 hergestellten Exemplaren ist, im Stadtarchiv aufzubewahren. Er war auch einer von 5 Bürgern der Stadt Hettstedt bzw. der Region, die durch den Bürgermeister eine Dankesurkunde nebst einem kleinen Weingeschenk erhielten. Zuvor hatte Bürgermeister Fuhlert erklärt, dass viel zu selten Menschen, die sich für Traditionspflege und Erhalt einsetzen, Dank gesagt wird. So überraschte er auch Lothar Meyer, Manfred Stern und Günter Tröge mit dieser Würdigung. Lothar Henschel war sichtbar gerührt, als er nach vorn gebeten wurde. Wie sehr er für die Stadt und ihre Traditionen lebt, wird nicht nur dein Engagement im Stadtrat und Vereinen deutlich, sondern auch, wie sehr er, und das ist jetzt ausdrücklich positiv gemeint, wie sehr er nervt. Immer und immer wieder fordert er, mit ganz konkreten Daten versehen, Historie und Tradition zu wahren und zu würdigen. Dafür wird er oftmals auch belächelt. Doch das nimmt er hin. Dafür ist ihm, und jetzt will ich auch den Namen verraten, dafür ist Lothar Henschel die Sache einfach zu wichtig. Ja, gestatten Sie mir eine Referenz an meinen eigenen Verein, an die Sponsoren. Ohne den wäre ich nichts. Und ich möchte diese Flasche mit meinen Vereinsfreunden trinken auf weitere Erfolge. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht zu fragen, Stadt, was kannst du für uns tun? Oder Land, was kannst du für uns tun? Sondern wir sind der Meinung, was können wir für diese Stadt und für dieses Land tun? Das ist unser Slogan. Mit dem Gesang der heimlichen Nationalhymne, einem kleinen Imbiss und noch Gesprächen der Gäste ging der Festempfang und damit auch die Würdigung von 820 Jahre Bergbautradition zu Ende.